erste Frage Standard. Kannst du dir vorstellen, dass in 7... Okay, nochmal. Ist das möglich, in 7 Tagen berühmt zu werden? Ich denke, es ist sogar möglich, über Nacht berühmt zu werden, wenn man das richtige Medium nutzt und sich möglichst so benimmt, dass die Gesellschaft sich daran stößt. Was ist eigentlich Erfolg? Das ist, würde ich sagen, perspektivisch abhängig. Je nachdem. Der manche sieht es als Erfolg, am nächsten Tag aus dem Bett zu kommen, der depressiv ist. Und manch einer denkt sich, ich habe zwar schon ein paar Millionen auf dem Konto, aber mehr müssen schon auf seiner Liste finden. Und eigentlich wollte ich schon deine Meinung über das, was du jetzt hier gesehen hast. Wisst ihr, was dein Gefühl oder Vorschläge ist auch cool immer? Ja. Also ich denke, wenn es ein Thema wirklich ist, in 7 Tagen berühmt zu werden, müsste man mehr Arbeit reinstecken. Es sieht noch nach zu viel Spaß aus. Wenn man sich auch den Film so bisher anschaut, der ja schon steht, hat das mal so Joko und Klaas Unterhaltungswert. Das heißt, man schaut mal gucken, damit viel sie Spaß hat, aber es sieht nicht danach aus, dass man jemanden motiviert, auf ein Ziel zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt wirklich in 7 Tagen berühmt werden. Sondern es ist mehr so viel Spaß und es wäre super, wenn das noch auch irgendwie ein Erfolg wird. So. Und es macht natürlich auch mal lustig, Leuten dabei zuzuschauen, die Spaß haben, aber ich denke, wirklicher Erfolg ist immer nur mit harter Arbeit. Auf jeden Fall. Kannst du dir das vorstellen, jetzt das auf andere Städte zu produzieren? Würde es funktionieren, wenn wir jetzt halt Vorschläge sammeln? Mhm. Kannst du dir das vorstellen, jetzt in einem anderen Stadt das sowas auszuführen? Müsste die Stadt dafür sorgen, dass es ein Erfolg wird? Oder soll es einfach eine Stadt sein, wo es dann reinpasst und dadurch wird es ein Erfolg? Ja, vermutlich so. So wie hier, halt in Hamburg möglich ist. Ich meine, in einem kleinen Stadt ist es schon unmöglich. Aber halt in Hamburg ist es möglich. Deswegen haben wir jetzt spontan hier gemacht. Aber jetzt wird zum Beispiel... Wenn wir jetzt nach Paris fahren oder sowas. Ich denke, alle europäischen Städte sind nicht besonders gut dafür geeignet, dass es klappt. Mhm. Ich glaube, man müsste in so eine Stadt in Nordkorea oder ähnliches oder China, wo das wirklich gegen alle Konventionen und Grenzen verstößt, wo man dann vielleicht auch mal mit der Kamera weggejagt wird, wenn man solche offenen Aktionen startet. Okay. Also etwas, was wirklich wieder gegen stößt und so ein bisschen no risk, no fun. Okay, cool, danke, vielen Dank. Gerne. Ja.